Na, Dodo, haben wir gerade einen Sattel anprobiert. Nochmal einen neuen. Und hat der gepasst? Ja. Die Dodo hat es übrigens auch schon wieder geschafft, sich zu verletzen am Auge. Also so überm Auge. Das sieht aus, als ob die voll von so einem Tiger gekratzt worden ist. Such doch mal weiter, ich kriege hier noch so ein zweites Auge, geil. Ein drittes, nicht ein zweites. Also es gibt hier Futter, das gibt es nicht. Wofür brauche ich Gemüsekräuter? So, unsere Einkäufe. Guck mal, ist das nicht süß? Und so gehört sich das nach dem anstrengenden Einkaufen. Danke, dass. Ich räume gerade mal ein bisschen meinen Spind auf und ich muss mal hier so sämtliche leere Dosen wegschmeißen. Weil hier das Mangan ist definitiv leer. Die Mangandose habe ich schon umfunktioniert. Hier sind die Brennnesseln drin. Die ist noch voll. Den Eimer habe ich leider ein bisschen kaputt gemacht, aber hier sind die Leinsamenpellets drin. Hier war das MSM drin, ist aber auch leer. Hier waren die Zinkpellets drin, aber weil ich ehrlicherweise nie so einen Unterschied bemerkt habe, werde ich sie wahrscheinlich auch erstmal nicht wieder kaufen. Das ist auch leer und ich glaube sogar, dass das echt gut war. Nur das kostet normalerweise um die 50 Euro und das finde ich für 1,5 Kilo echt viel Geld. Das sieht doch jetzt schon mal besser aus. Perfekt, Lucy. Damit deine Mama wieder was machen muss. Ist das nicht mal ein schönes Wetter? Und ich kann immer noch nicht ausreiten. Gut, ich könnte ohne Sattel ausreiten, aber nee. Nicht so schreckhaft, wie Dodo momentan ist. Guten Tag. Wie geht es Ihnen heute? Irgendwie ist mein Pony gerade entführt worden. Verschenkt worden. Tut mir leid, zu spät. So, Dodo, du kannst dich jetzt schon mal darauf einstellen, dass wir ab nächster Woche da wieder drauf reiten werden. Na, freust du dich schon? Und da trottet sie wieder so ganz langweilig, gemütlich im Schritt zu ihrer Herde zurück. Ja, Amy, was möchtest du denn? Möchtest du schlafen? Wollen wir jetzt Feier machen? Ja? Ja, was ist denn? Ja, was ist denn, Amy? Wow, wow? Ach so. Vorsicht, wilder Hund. Amy, hast du mal auf die Uhr geguckt? Hast du mal gesehen, wie spät das schon ist? Wir müssen jetzt schlafen, du. Nicht mehr toben. Ich habe gerade Vanessa einen Sack abgeholt, wo schwarz Neongrün drauf steht, der auch so Neongrün zugebunden ist. Und wo hier irgendwo was Neongrünes durch. Und dann ist noch ein Paket von Löstau angekommen, aber weil da jetzt nicht so viel drin ist, packe ich es jetzt hier auf Snapchat aus. Und zwar habe ich mir einen längeren Kurzgurt gekauft für Dodo. Und zwar genauer gesagt den Löstau Anatomical 2, weil mein jetziger für Dodo zu kurz ist. Und weil meine jetzigen Stiefelschäfte leider den Geist aufgeben, auch noch ein paar Stiefelschäfte, um sie anzuprobieren. Also ich finde, die sehen ganz passend aus, die Schäfte. Weil sie vom Ausbildungsstand momentan wie ein Jungpferd zu behandeln ist, habe ich hier heute mal ein paar Hilfszügel eingeschnallt zum Longieren. Das Teil nennt sich Gouge oder wie man das auch immer ausspricht. Ich kann nämlich kein Französisch. Und wie man jetzt gerade auch schön sieht, erschreckt sich Dodo vor ihrem eigenen Schatten. Nein, weil sie eigentlich sagen wollte, es wirkt nur, wenn sie den Kopf hochreißt. Sobald sie den Kopf fallen lässt, hat es keinerlei Wirkung. Das ist auch einer der wenigen Hilfszügel, die Dodo akzeptiert, weil sie hasst es, wenn sie komplett eingeschränkt wird, wie es zum Beispiel bei Dreieckszügeln ist. Deswegen habe ich jetzt diesen Hilfszügel auch relativ lang verschnallt. Die wirken wirklich nur, wenn sie den Kopf komplett hochreißt. Solange sie den einigermaßen unten behält, sind die locker. Also ich glaube, Dodos Blick spricht Bände. Sie ist müde.
Sie hat auch heute verdammt gut mitgearbeitet und ich glaube auch, dass der Hilfszügel uns ein wenig dabei geholfen hat. Und weil ihr momentan einfach auch noch echt die Kondition fehlt, habe ich heute mal sehr stark darauf geachtet, viele Schrittpausen zu machen und auch jedes Mal, wenn ich das Gefühl hatte, sie kann auf der einen Hand nicht mehr, sofort die Hand zu wechseln. Weil momentan ist auch so, sobald sie nicht mehr kann, fängt sie an, tierisch nach außen zu ziehen, weil sie einfach die Spur nicht mehr halten kann. Und mit den Handwechseln konnte ich da halt sehr gut entgegenwirken. Ich denke mal, ich werde das jetzt in Zukunft erstmal immer so machen. Du möchtest noch klatschen? Ich glaube, du willst gar nichts mehr machen, ne? So auf die Wiese, das wäre schön, ne? Ich glaube, sie ist echt kaputt. Es ist ihr, glaube ich, auch einfach zu warm. Komm, Dodo. Nee, da ist kein Gold. Ganz sicherlich nicht. Dodo, aber ich glaube, du bist jetzt auch erlöst, ne? Darfst jetzt noch ein bisschen duschen als Abkühlung. Sag mal, Tapsi, hast du Hunger? Willst du das jetzt nicht zugeben, dass du Hunger hast? Nein. Also ich kann dir diese Wraps hier vom Aldi echt empfehlen. Die sind verdammt lecker. Ich habe heute Mittag schon 3 Stück gegessen und esse jetzt nochmal 3 Stück, weil es sind 6 Stück in der Packung drin. Der Tapsi ist übrigens sehr gut erzogen. Der macht seinen Löffel erstmal sauber, bevor er was anderes isst. Und den Boden, den macht er auch sauber. Tapsi, möchtest du da noch? Nee. So, Tapsi, gibt's was zu essen? Sie. Endlich sind wir mal wieder im Gelände unterwegs. Zusammen mit Nessa und Lucy und Mausi. Und weil ich ja immer noch keinen Sattel habe, bin ich heute ganz todesmutig ohne Sattel draußen. Aber Dodo macht das bisher echt gut. Und das heißt bisher, wir sind fast schon wieder zu Hause. Also sie macht das echt gut.